Anna? Ja? Du denkst, wir bleiben hier auf dem Platz? Ich hoffe nicht. Tommy, gefällt's dir hier? Goya. Naja, also ein bisschen krank. Goya. Na, wer kommt denn da angeschossen? Da kommen sie doch. Das, also, rein oder raus, was soll ich machen? Ist mir scheißegal, Hauptsache du drehst irgendwo hin. Liebe Freunde, wir sind heute extra bei der Muppet Show. Wenn du da reingehst, das sind ja trotzdem viel Abwurzeln. Bei dem, was wir jetzt sagen. Ja. Das ist das letzte werden, gebunkerte Glas. Alle Gläser gleich aussehen. Guten Morgen, liebe Freunde. Und hier seht ihr endlich wieder euren Tommy. Wir waren gestern hier in Zwickau zum Geburtstag. Und jetzt gibt es noch ein kleines Frühstück. Und dann fahren wir an einen Platz, wo wir alte Freunde wieder treffen. Ja, Tommy hat ganz gut geschlafen. Der Husten war noch so, naja, ist schon noch. Aber er fühlt sich hier drin viel, viel wohler als zu Hause. Und wir werden sehen, ne? Vielleicht kann er heute sogar mal raus. Frische Luft tut ja gut. Der kranke Tommy. Wer liegt denn da an der Heizung? Wer macht denn da Frühstück? Thank you.
Anna, ja? Du denkst, wir bleiben hier auf dem Platz? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht? Ja, ich hoffe auch nicht. Wir warten jetzt erstmal, bis unsere Freunde kommen und dann beraten wir, ob wir bleiben. Das ist ziemlich nah an der Straße hier, das ist nicht so interessant. Und windig. Hast du meine Brille gesehen? Ich habe deine Brille nicht. Ja, Tommy, gefällt's dir hier? Goya. Naja, er ist ein bisschen krank, aber ist ja hauptsächlich hier drin, da ist schön warm und ja, ist eigentlich gut drauf. Aber hier bleiben wollen wir nicht. Siehst du? Tommy sagt Maschinia, also er will auch weiterfahren. Gefällt ihm auch nicht so. Jetzt sind wir am nächsten Platz angekommen. Naja, es hat gerade geregnet. Jetzt haben wir wieder Sonnenschein. So richtig gerade ist es hier nicht, aber wir haben ja Gott sei Dank Keile mit. Jetzt warten wir mal, was die anderen sagen. Ja, was sagt der Tommy? Ja, Tommy könnte es gefallen. Hier drüben habt ihr einen See.
Wenn wir hier bleiben, gehen wir nachher mal näher ran. Wir schauen mal zum Wasser, Freunde. Wo ich noch klein war oder jugendlich, waren wir hier im Sommer immer baden. Hier drüben auf der anderen Seite, das zeige ich euch gleich, da ist so ein kleiner Strand und im Sommer sind hier so viele Leute. Ist jetzt nicht groß, aber schön. Da drüben ist der Badestrand. Na, wer kommt denn da angeschossen? Da kommen sie doch! Ja, sehr cool! Ja, Freunde, wir haben zwar jetzt einen neuen Stellplatz, aber es ist hier reinstes Aprilwetter. Das ist nur am Regnen, dann kommt wieder die Sonne raus und es ist richtig Starkregen. Jetzt haben wir uns gerade wieder ins Auto geflüchtet. Unsere Freunde auch. Jetzt warten wir erst mal ab. Wir wollen eigentlich heute Abend nach Köln. Okay. So. Rein oder raus, was soll ich machen? Ist mir scheißegal. Hauptsache, du drehst irgendwo hin. Liebe Freunde, wir sind heute extra bei der Muppet Show. Läuft noch! Was ist denn Scheiße? Was sollen wir jetzt machen? Noch weiter. Wir haben hier zwei Experten kennengelernt am Stellplatz. Mandy, du musst. Die sind Experten für Vordächer, Jalousien. Also, da können wir es halten. Er hat mir schon mal aufgenommen, da habe ich versucht, einen Tisch aufzubauen. Ja. Das war genauso. Genau, Freunde, das ist dieser Profi mit dem Tisch, falls ihr euch erinnert. Ja. Übrigens, ich habe es dann zwei Wochen später hingekriegt. Der Tisch geht jetzt. Ja, ja, Mann mit dem Fisch. Ja, das ist nicht gut. Ich geb dir grüne Wege, Sven. Mach's nicht. Guck mal, wie das so durchfällt. Ich hab Angst. Scheiße. Ich fahr wieder rein. Es regnet übrigens. Das ist mir zu instabil. Wir wollen das ja auch nicht gleich kaputt machen, oder? Ja, Vollkasko, du hast schon irgendwo recht. Das Problem ist, weil das alles so rüberläuft. Geil! So hier? Oh nee, du machst das! Ich soll das jetzt. Das ist so richtig. Mandy, wir können uns einfach hinsetzen. Mandy, guck mal von da in die. Oh. Was, oder? Sieht gut aus! Nein, Ronny, du sahst noch nie so gut aus! Ich hab so die Befürchtung, dass die uns beim Grillen aufhören wollen. Und wenn das Ding dann wieder nicht angeht. Ich hab noch Schrauben mit. So schlimm sieht es nicht aus. Dann müssen wir einfach zum Ronny, dann müssen wir zum Thorsten sagen, es gibt kein neues Video, dass er es nicht anguckt. Jetzt wird es richtig lustig. Ui, jetzt kommt die Chefin. Ja, damit ihr mal wisst, wie das immer so abläuft. Oh nee. Oh. Na los. Ja, ist alles gut sauber. Jetzt kommt die Bauaufsicht. Du hast die nicht geküsst. Du hast die nicht geküsst. Ja, Schuhe. Ich hab dir 100 Mal gesagt, nimm die Schuhe anziehen. Dafür hab ich den dann gebaut. Ja, das wenn, ist, der muss ich ausnutzen. Das ist alles online. Wenn er schon so tut, dann muss er so machen. Dann mach doch mal ein mit hier. Rein mit dem. Freunde, ihr seid live dabei. Das ist wirklich unterhaltsam. Die Schleife aufmachen. Was denn jetzt? Da kann ich. Das war noch nicht richtig. Das ist dann gleich die nächste Challenge, das Ding wieder zuzuschnüren.
Und das macht der gute Mann jeden Tag. Schuhe an, Schuhe aus. Füttern, ins Bett bringen. Das geht ja schon den ganzen Tag. Ja. Aber heiraten wollen sie nicht. Nee. Hat eh. Ne? Sie hat jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde und dann würde ich sagen, Zähne putzen ins Bett. Ja. In ihrem Alter Zähne raus und ab ins Bett. Ronny, kannst du das bitte nochmal sagen? Zum Glück ist es nur einer. In einer halben Stunde Zähne putzen ab ins Bett, würde ich sagen, in ihrem Alter. Richtig. Nee, in ihrem Alter Zähne raus und ab ins Bett. Warte, ich komme. Wo ist mein Bier? Hast du den Bierbefehl? Ja, ich bin wieder oben, ne? Rein, raus, hier ist es, guck mal. Ronny hat gesagt, es kommt eine Regenwand und dann ist Schluss. Na, die Pumpe. Wie eine lange. Wie eine lange, bis man kommt. Aber stimmt, hier hinten kommt jetzt ein Stück. Freunde, wir haben wieder ein Problem. Tommy hat natürlich wieder einen Zaun entdeckt, wo seine Schlangen dahinter liegen. Erst haut er es drüber, jetzt will er es wieder haben, aber keiner kommt rüber. Muss man halt auch lernen, ne? Uiuiui. So, ihr Lieben, auf der anderen Seite haben wir jetzt hier so eine Wagenburg errichtet. Zeige ich das mal. Da stehen wir richtig gut hier. Wie eine alte Wagenburg. Das ist der liebe Kalle. Kalle Stups, danke. So, und wir haben das vorhin geübt. Und wer bist du? Ich bin die Tante Janine. Ja. Ah, falsch. Und die Janine sollte das ja trainieren. Und wer bist du? Der Onkel Ronny. Onkel Ronny. Und du? Immer noch die Tante Janine. Darf ich dir Kalle Karl-Heinz vorstellen? Kalle Karl-Heinz. Guck, sag mal guten Tag. Guten Tag. Sag guten Tag. Richtig. Eines Hühnchen hier. Hallo. Oh, gestern Abend habe ich wieder gefeiert. Draußen standen wir Leute. Aber wieder ein Abend. Ich möchte schon aber, mit dir reden. Ja, aber. Wussten das denn? Du kannst noch mal voll machen bei dir? Ja, ihr Lieben, normalerweise würde jetzt hier keine Musik laufen. Wir haben natürlich gesprochen und es gab natürlich auch noch andere Videoschnipsel, wie ich zum Beispiel diesen Grill zusammenbaue. Das war eigentlich sehr lustig. Ja, na leider haben wir natürlich vergessen, die Musik im Hintergrund auszuschalten und somit würden wir das Urheberrecht verletzen. Und können das jetzt leider nicht mit in diesem Video mit reinnehmen. Ja, man lernt dazu. Fehler, ne? Aber ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen Dank an meine Freunde richten, die diesen Grill praktisch mir zum Geburtstag geschenkt haben. Das ist nicht nur selbst gemacht, sondern auch ein Geschenk, was ich eigentlich mir immer gewünscht habe, ne? Oder wir uns, ein Grill. Und ja, wir haben halt immer gesagt, nein, weil in unser kleines Auto passt kein Grill rein. Und jetzt haben wir einen Grill im Tablet-Format, den man zusammenbauen kann. Und der zieht wie Sau, der läuft gut, der sieht toll aus. Also tausend Dank, ne? Ja. Das ist das letzte schwer, ne? Gebunkerte weil Glas. Alle Gläser gleich aussehen. Jucker.
Say to him. Tell me. Ja, Freunde, ich wiederhole es nochmal. Wir haben jetzt gerade versucht, hier drinnen eine Aufnahme zu starten, aber Tommy ist immer vor der Kamera rumgesprungen. Ja, Wochenende war toll. Ne? Freitag war schönes Wetter. Heute ist auch wieder zum Sonntag ein schönes Wetter. Aber naja, gestern ein bisschen durchwachsen, viel Regen. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Ne? Und ihr habt es auch in den Aufnahmen gesehen. Ich habe mich riesig über meinen Grill gefreut, den zwei Freunde von mir angefertigt haben zum Geburtstag. Nochmal tausend Dank. Das Ding ist einfach Gold wert und das wird so oft jetzt von uns eingesetzt werden. Das wird schon richtig viel mit uns erleben können. Oder der Grill halt, ne? Ja, naja. Ganz so viele Aufnahmen konnte man natürlich auch nicht machen. Ne? Das möchte ja nicht immer jeder mit aufs Video. Von daher muss man da einfach so ein bisschen improvisieren, deswegen haben wir die Köpfe meistens auch nicht so gefilmt, aber ich hoffe, ihr versteht das. Ansonsten, ja, schimmeln wir hier noch ein bisschen ab, sind jetzt noch in Zwickau und dann geht's wieder zurück in die Heimat. Morgen ist wieder Schule, wir gehen davon aus, dass Tommy wieder in die Schule geht und ja. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Na, na. Tschüssi.